Was ein viel größeres Problem ist, ist hier dieser Flex. Crispy! Willkommen zum heutigen Video. Ihr kommt in die Werkstatt, möchtet eine Gärung schneiden und euch fällt auf, ah verdammt, ich habe immer noch keine 10.000 Euro Formatkreissäge, sondern nur die Tauchsäge. Ich zeige euch heute eine Vorrichtung, mit der wir trotzdem exakte Gärungen sägen können und ja, alles, was wir dafür brauchen, liegt hier auf dem Tisch. Akkuschrauber brauchen wir noch. Ein bisschen Restholz habe ich rausgekramt. Lasst uns loslegen. Restholz ist für uns YouTuber natürlich alles unter Halbformat oder 2 Quadratmeter. Das Problem ist, wenn ich die Säge hier auf die 45 Grad neige und damit säge, zum einen gibt es mir einfach so zur Seite. Da gibt es dann auch nochmal eine Vorrichtung, dass man das vermeidet. Aber idealerweise habt ihr hier sowieso Gewicht drauf. Aber was ein viel größeres Problem ist, ist hier dieser Flex. Also, wenn ich die Säge hier hinten halte und auch nur wenig belaste, könnt ihr schon sehen, da bewegt sich eben sehr viel auf dieser 45-Grad-Einstellung. Bei 0 Grad oder 90 Grad, je nachdem, wie ihr es sehen möchtet, ist hier unten so eine kleine Madenschraube, die verhindert, dass sich das Ganze zumindest in eine Richtung bewegen kann. Ihr könnt sehen, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen intensiver das nach links und rechts bewege, passiert kaum was. Und genau das wollen wir eben nutzen, um jetzt hier mit der Vorrichtung einen exakteren Winkel hinzubekommen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da bei einem anderen Fabrikat, vielleicht bei einer Bosch, bei einer Maffel, bei einer DeWalt, was auch immer ihr in den Händen haltet, weniger Probleme habt. Würde mich interessieren. Habt das jetzt hier bei den 3 Festool-Sägen, die wir in der Werkstatt haben, ausprobiert und ja, musste das leider bei allen Sägen feststellen. Und das sorgt halt eben für die minimalen Abweichungen, die eben keine exakte Gärung ermöglichen. Bislang habe ich mir jetzt keine große Mühe gegeben beim Zuschnitt. Jetzt kommt allerdings der Punkt, wo es ein wenig Aufmerksamkeit bedarf. Und zwar stelle ich jetzt hier exakt 45 Grad ein. Ja, und das ist so ein bisschen die Idee der Konstruktion. Dadurch, dass das Ganze eben zweiteilig ist, sind wir dann nicht auf den exakten Zuschnitt angewiesen, sondern können das jetzt hier wirklich fein justieren. Das heißt, wenn jetzt hier also 45 Grad bestehen, ja, nochmal wirklich kontrollieren, dann mache ich das hier einmal fest. Nochmal kontrollieren. Ja, sieht gut aus. Jetzt mache ich mir hier einmal eine Markierung. Jetzt habe ich hier die Markierung und da werde ich jetzt nicht sägen, sondern ich werde hier ein etwas flacheren Winkel wählen, damit ich die Gewissheit habe, dass diese Kante hier gleich die Kante auch ist, die 45 Grad hat. So, dann können wir jetzt unser Bauteil wieder zusammenschrauben. Noch einmal den Winkel kontrollieren. Oh, das sieht richtig, richtig gut aus. Falls ihr wissen wollt, warum ich hier diesen halben Handschuh trage, naja, ich habe die Tage eine kleine Bodenprobe auf dem Fahrrad genommen, Finger gebrochen, Helm gebrochen, Oberschenkel geprellt, Knie genäht, Ellenbogen genäht, einmal voll Programm. Passt auf euch auf, weiter geht's. Die Platte hier muss auf jeden Fall auch wieder schön bündig unten aufsitzen. Das heißt, hier darf kein Spalt sich irgendwie befinden. Dann noch einmal ein kleiner Test. Kleiner Disclaimer, wer wirklich mit Werkzeug arbeitet, der kann dranbleiben. Wer dagegen nur Werkzeug sammelt und da bloß kein Kratzer drankommen darf, der macht einmal kurz die Augen zu.
Ja, und so sieht dann die Kombination aus. Lasst euch davon jetzt aber nicht täuschen. Natürlich kann es passieren, dass die Säge jetzt hier runterfällt. Da haben wir jetzt hier bei Festool schlechtere Karten als bei Makita. Bei Makita ist ein bisschen noch eine andere Schiene und da ist so ein kleiner Haken, der das eben verhindert. Ist aber gar nicht so schlimm. Wir können ja trotzdem hier vorne sicher die Hand anlegen. Dann ist auch garantiert, dass das Ganze wirklich schön, sauber, ordentlich, plan aufliegt. Und dann können wir das hier über unser Werkstück bewegen. Das Coole ist, dass wir an dieser Stelle natürlich auch nochmal Winkel herstellen können, die weit über 45 Grad hinausgehen. Das heißt, ich kann jetzt hier natürlich trotzdem nochmal zusätzlich die Säge ankippen, um dann wesentlich extremere Winkel zu machen. Das machen wir im weiteren Verlauf natürlich auch nochmal. Das heißt, Thema Schweizer Kante war ja auch im letzten Projekt Thema. Können wir jetzt hier auch sehr einfach umsetzen. Ich würde sagen, viel gequatscht, jetzt sehen wir das Ding einmal in Aktion. Während ich jetzt hier noch eine Platte aus der Restekiste fische, könnt ihr gerne einen Blick in unseren Online-Shop werfen. Da findet ihr die beliebte Fräsvorrichtung, Dübelvorrichtung, Handhobelvorrichtung, die beliebten Bohrer ohne Akku und auch aktuell wieder sehr im Trend die Kumiko-Sets, um euren Möbeln das gewisse Extra zu verleihen. Passt hier oft, habe ich mir auch schon mal dran geschnitten. So, habe die Platte jetzt auch einmal noch in der Mitte aufgetrennt und jetzt wollen wir hier einmal ganz kurz. Jetzt habe ich mir direkt hier eine Macke reingehauen. Oh, Kinders, nee. Ich habe die Platte jetzt noch einmal in der Mitte aufgetrennt und will mir jetzt hier einmal ansehen, wie gut es aussieht. Ja, es liegt da wirklich. Es liegt da so saftig drin, wie ich zuletzt auf der Straße. Geil. Das freut mich, Leute. Dann kann ich hier doch den Titel Game Changer nutzen. Alles schön gerade, keine Abweichung. So muss das sein. So, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was das hier gerade für mich bedeutet. Das heißt, dass wir hier mit der Tauchsäge einfach auch jetzt demnächst Gärung machen können. Das ist so eine Sache, die habt ihr hier auf dem Kanal, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen, weil ich ja eben bewusst auf eine Tischkreissäge oder Formatkreissäge verzichten möchte. Lustigerweise müsste ich nur einmal hier 10 Meter rumgehen und hätte eine richtig schöne, fette Format 4 Formatkreissäge, die ich nutzen könnte. Aber das geht ja hier so ein bisschen am Kanal vorbei, soll ja hier für euch was zum Nachmachen sein. Und ich glaube, gerade heute dieses Video hat gezeigt, dass es auch mit ein bisschen Kreuz- und Querdenken manchmal durchaus Möglichkeiten gibt, ja eben Alternativen zu finden und trotzdem exakte Ergebnisse hinzubekommen. Während ich das jetzt hier gerade mal für die Verleimung vorbereite, ihr kennt vielleicht auch noch mal den Trick, dass man mit einem Phasenfräser arbeitet, ist auch eine coole Sache. Wenn man sich einen etwas größeren Phasenfräser besorgt, dann kann man damit auch exakte 45 Grad hinbekommen. Ist allerdings natürlich auch nochmal ein bisschen aufwendiger, ein bisschen langwieriger. Und da hoffe ich, dass jetzt hier das eine gute Alternative für euch sein kann. So, oh, sieht doch jetzt gut aus. Wollen wir gleich einmal verleimen. Denn natürlich summieren sich auch nochmal ein bisschen mehr die Fehler, wenn jetzt hier die beiden Kanten zusammengeleimt sind, die beiden Gärungen. Aber ich bin optimistisch, sage ich euch, wie es ist. Warum ich jetzt auch hier so ein Blautband verwende, naja, scheiß YouTuber halt, ne? Machen wir jetzt hier mal heute quick and dirty, ist jetzt nicht die allerfeinste Art und Weise hier zum Verleimen, aber gut.
Gut, Mama klingt Päuschen, Leim bindet ab. Ihr könnt einen kleinen Blick in den Online-Shop werfen, wenn ihr den Kanal hier unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, vielleicht habt ihr was im Shop gefunden. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich mache jetzt hier die Schweizer Kante. So, dann einmal hier fix ab mit dem Kreppband. Einmal die Kante brechen. Ah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Geil. Ja, bei der Schweizer Kante wären zwei Durchgänge auch sinnvoller gewesen. Hätte die Maschine sich nicht ganz so gequält. Ich war jetzt aber gerade zu euphorisch dafür. Ja, dann noch ein ganz wichtiger Hinweis. Schaut bitte, dass die Tauchsäge hier wirklich auf 90 Grad bzw. 0 Grad eingestellt ist. Das können wir hier mit dieser kleinen Madenschraube machen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei den anderen Tauchsägen ähnlich ist. Das muss wirklich auch akkurat eingestellt werden, sonst ergeben sich da Fehler. Und wenn da alles in Ordnung ist, ihr merkt aber, ne, wenn ihr jetzt auch mal vielleicht hier auf 4 Seiten verleimt habt, oh, naja, da gibt es doch nochmal eine Abweichung, dann könnt ihr hier die Vorrichtung natürlich auch nochmal anpassen. Ja, wie immer, kleiner Werkzeugpark, große Möglichkeiten. Ne? Wir lassen uns nicht abschrecken, wir überlegen uns Lösungen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit er auch weiterhin da auf dem Laufenden bleibt. Es gibt bei den kommenden Projekten, hier seht ihr mal, 2 Render eingeblendet. Die werden auf jeden Fall jetzt bald umgesetzt. Einmal in Handarbeit, einmal so eine Kombination aus Handarbeit und Maschinen. Es gibt diesen 5-in-1-Tisch, habt ihr zwischendurch auch schon mal gesehen, Kappsäge, Dickenhobel, Bandsäge und halt eben Frästisch. Und hier die Auflage für die Tauchsäge sind integriert. Und dann gibt es noch eine andere Auftragsarbeit. Bleibt dran, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also heute nicht dranbleiben, jetzt könnt ihr abschalten, am nächsten Mal. Ja.